Ich bin der festen Überzeugung, dass man aus jeder Situation auch was Gutes ziehen kann. Und ich nehme an, dass einige von euch schon im Homeoffice arbeiten können, angesichts der aktuellen Umstände wegen Corona und der Verbreitung. Und meine Einschätzung ist, dass es in den nächsten Tagen sehr viel mehr sein werden, die von zu Hause aus arbeiten können. Und viele meiner Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, eines der Hauptziele und Hauptpunkte dieser Person für die Selbstständigkeit ist, selbstbestimmt sein und selber seinen Alltag gestalten können und freier zu sein. Und Homeoffice-Tage ermöglichen so etwas immer, weil man seinen Tag etwas besser planen kann und etwas flexibler sein kann. Natürlich ist es was anderes als komplett selbstständig zu sein, aber es ist schon mal ein guter Zwischenstep. Wie kannst du jetzt, der du vielleicht oder die vielleicht vorher nie Homeoffice-Tage bekommen hat von deinem Chef und jetzt ist dein Chef oder dein Vorgesetzter gezwungen, weil er steht vor der Wahl, entweder er bietet dir Homeoffice-Möglichkeiten an oder es wird überhaupt nicht gearbeitet, wenn das Büro geschlossen werden muss. Was kannst du daraus machen? Natürlich wirst du im Homeoffice arbeiten und ich teile dir hier drei Dinge mit, wie du das als Sprungbrett und als Brücke nutzen kannst, um auch nach der Homeoffice-Pflicht Homeoffice-Tage zu bekommen. Erstens, achte darauf, dass du eine höhere Produktivität hast, als wenn du im Büro bist. Das dürfte nicht schwer sein, denn im Büro verbringt man sehr viel Zeit mit Meetings, man quatscht sehr viel und man wird vor allem auch viel unterbrochen. Das heißt, du hast wenig lange ungestörte Blöcke, in denen du wirklich Arbeit erledigen kannst. Also Nummer eins, achte darauf, dass du produktiver bist, als wenn du im Büro bist. Und das solltest du sogar mit weniger Zeit schaffen. Punkt Nummer zwei, achte darauf, dass dein Vorgesetzter oder dein Chef das auch bemerkt, dass du produktiver bist. Sei es, dass du nochmal mit ihm darüber sprichst oder ihm die Sachen zeigst, die Ergebnisse zeigst, er muss es auf jeden Fall merken. Punkt Nummer drei ist, du kannst ihm erzählen oder du kannst ihm sagen, dass trotz der unglücklichen Umstände, dass du es sehr genießt und dass es dich motiviert, dass du von zu Hause arbeiten kannst und dass du selber überrascht darüber bist, wie viel produktiver du bist, als wenn du im Büro wärst. Das heißt, du setzt jetzt schon Anker bei ihm und wenn das Thema sich wieder gelegt hat und ihr wieder ins Büro müsst, hast du plötzlich eine komplett andere Verhandlungsposition, wenn du darum bittest, Homeoffice-Tage zu bekommen. Das heißt nicht, dass du dann wieder komplett von zu Hause arbeiten kannst. Aber hey, wenn du bis jetzt immer im Büro sein solltest und zwei Homeoffice-Tage oder einen Homeoffice-Tag aushandelst, ist es immer noch ein Gain. Ich hoffe, du konntest was von diesen Tipps mitnehmen und du setzt das um und machst aus den jetzigen Umständen eine Chance, wie du deinen Berufszweig zukünftig besser gestalten kannst und etwas selbstbestimmter bist als jetzt. Und idealerweise bist du produktiver in weniger Zeit und kannst die Zeit, die du dann noch übrig hast, aufwenden, um dein eigenes Business neben deiner Festanstellung aufzubauen. Danke fürs Einschalten.